Was in Tibet passiert, ist eine Art von kulturellem Völkermord. Und insofern, die Aussage ist richtig. Vielen Dank, dass ich heute hier auf diesem symbolträchtigen Ort und an diesem symbolträchtigen Datum hier sprechen darf. Ich hatte die Einladung gern angenommen, nicht weil ich gut reden kann, denn wenn ich nach London gehe, dann gehört meistens ein Besuch im Hyde Park auch zu meinem Programm. Aber trotzdem, ich bin heute hier, nicht weil ich gut reden kann, sondern weil ich auf die Situation in meiner Heimatland hinweisen möchte. In Tibet brennt es, und zwar gewaltig. Seit März dieses Jahres haben 11 Menschen in Ost-Tibet versucht, mit Selbsttötungsakt internationale Aufmerksamkeit auf die schlimme Situation in ihrer Heimat zu lenken. 6 von ihnen sind gestorben und die anderen sind von der Sicherheitsbehörden verschleppt worden und ihr Schicksal unbekannt. Viele von ihnen sind Teenager. Der letzte Tötungsversuch fand am 3. November, gerade vor 6 Tagen. Tibeter und ihre Unterstützer in der ganzen Welt sind entsetzt und zutiefst geschockt zu erleben, wie viele Tibeter sich gezwungen sehen, zu solchen verzweifelten Taten hinreißen zu lassen. Die Tibeter und ihre Freunde haben die internationale Gemeinschaft und die Regierungen aufgefordert, unverzüglich auf China einzuwirken, dass das Regime in China dieser fatalen Politik ein Ende setzt. Leider fährt China unverfroren seine Politik der Härte fort. Was ist los und warum diese Spirale der Gewalt in Tibet? Eigentlich ist nach buddhistischem Glauben nicht erlaubt, solche Akte zu begehen, denn in jedem Mensch steckt die Buddha-Natur, also haben sie die Potenziale, eines Tages die Buddhaschaft zu erlangen. Daher läuft letztendlich die Selbsttötung auf die Tötung eines Buddhas hinaus. Doch ausgerechnet 9 Mönchen und Nonnen, die eigentlich hätte besser wissen müssen, haben sich entschieden, die Selbsttötung vorzunehmen. Was steckt dahinter? Warum sehen sie sich gezwungen, zu solchen schrecklichen Taten greifen zu müssen? Solche Taten, wenn sie nur gegen sich selbst richten, sind doch Gewaltakt. Hinter diesem Gewaltakt steckt Ohnmacht und Hilflosigkeit der Tibeter in ihrer eigenen Heimat. Es ist ein Akt der totalen Verzweiflung. Das chinesische Regime und seine verfehlte Tibet-Politik trägt ganz allein die Verantwortung. Gerade seine Politik der Härte ist kontraproduktiv und fordert den Widerstand der Tibeter heraus. Neben der zunehmenden Marginalisierung der Tibeter auf dem Gebiet der Wirtschaft, Bildung, Gesundheit etc. werden die Tibeter durch gezielte politische Maßnahmen stark ausgegrenzt. Es gibt keine Meinungs- und Pressefreiheit in Tibet und die oft selbstgepriesene Religionsfreiheit ist reine Phase, wie die Situation im Kirti-Kloster in Ost-Tibet deutlich zeigt. Dort werden nämlich die 2500 Mönche des Klosters seit März 2011 von ungefähr 800 chinesischen Soldaten abgeriegelt und zur politischen Umerziehung gezwungen. Chinas Politik steht völlig im Widerspruch zu seinem Anspruch, den sie gern und lautstark als Befreiung und Wohltat zu preisen pflegt. China nimmt für sich in Anspruch, vor 60 Jahren Tibet von inneren und äußeren Feinden befreit und den Tibeter Wohlstand gebracht zu haben. Doch China ist nach 6 Jahrzehnten immer noch nicht gelungen, das Herz der Tibeter für sich zu gewinnen. Der turbokapitalistische Aufschwung, der China binnen 3 Jahrzehnten von Armenhaus der Welt zur Weltwirtschaftsmacht torpediert hat,
geht den Tibeter und anderen Völker, anderen besetzten Völker wie die Uiguren und Mongolen einfach vorbei. Das gilt teilweise auch einem Großteil der eigenen chinesischen Bevölkerung. Der Kluft zwischen Reich und Arm im Allgemeinen und zwischen den Tibetern und Chinesen insbesondere klafft immer weiter auseinander. Je erfolgreicher China wirtschaftlich voranschreitet, umso repressiver wird das Regime nach innen und aggressiver nach außen. Denn die Kommunistische Partei Chinas wird selbstgefällig, arrogant, leidet unter Paranoia und verliert den Realitätssinn. China legitimiert seine Herrschaft über Tibet mit drei Argumenten: Legitimation durch Geschichte, Legitimation durch Befreiung und Legitimation durch Leistung. Zur Befreiung und zur Leistung habe ich oben ganz kurz angeschnitten. Historisch zur Legitimation durch Geschichte. Chinas historischer Anspruch auf Tibet basiert in erster Linie auf die Priester-Patron-Beziehungen zwischen den Mongol- und Manchu-Herrscher Chinas und tibetischen Lamas sowie zu einem gewissen Ausmaß zwischen chinesischen Herrscher und tibetischen Lamas. Es wird nicht bestritten, dass Tibet zu verschiedenen Zeiten in seiner über 2000-jährigen Geschichte unter fremden Einfluss unterschiedlichen Ausmaßes geriet. Es ist aber auch unbestreitbar, dass am Vorabend der militärischen Invasion Tibets im Winter 1949-50 durch die neu gegründete Volksrepublik China das Land auf dem Dach der Welt alle Merkmale eines souveränen, völkerrechtlich anerkannten Staates besaß, also ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eigene Regierung. Deng Xiaoping hat nach seiner Rehabilitierung und Machtübernahme gesagt, dass China bereit sei, alle strittigen Punkte außer der völligen Unabhängigkeit Tibets mit den Tibetern besprochen und ausgeräumt werden können. Doch die Kontakte zwischen Dharamsala und Beijing seit 1979 führten zu keinem Erfolg. Mit seinem 5-Punkte-Friedensplan wandte sich der Dalai Lama 1987 erstmals an die Weltöffentlichkeit und dann am 15. Juni 1988 in Straßburg hat der Dalai Lama den letzten Punkt seines 5-Punkte-Friedensplanes präzisiert, der als die Politik des mittleren Weges bekannt wurde. Erstmals in der Geschichte Tibets verzichtete er auf seine Forderung nach Unabhängigkeit und schlug vor, das Gesamt-Tibet in Assoziierung mit der Volksrepublik China in eine sich selbst regierende demokratisch-politische Einheit umzuwandeln. Die Außen- und Verteidigungspolitik soll bei Beijing bleiben. 11 Gesprächsrunden seit September 2002 zwischen den Gesandten des Dalai Lama und den Vertretern der chinesischen Regierung sind ebenfalls ergebnislos geblieben, da Beijing von der tibetischen Führung eigentlich völlige Kapitulation unter dem Schein des Dialoges erwartet, um ihre blutige Hand von Invasion und Besatzung freizuwaschen. Die chinesische Führung will der Weltöffentlichkeit den Eindruck erwecken, dass sie bereit ist, das Tibet-Problem in Dialog zu lösen. Doch in Wahrheit verlangt sie von der tibetischen Führung eine totale Kapitulation. Für uns Tibeter, Uiguren und Mongolen unter chinesischer Besatzung und Unterjochung ist es interessant zu beobachten, wie China trotz seines Souveränitätsanspruchs auf Tibet, Ost-Turkestan und Mongolei die drei besetzten Länder stets wie fremde Länder behandelt. China ist wie ein verzogenes Kind. Das verzogene Kind möchte und will global Player sein, ist aber nicht bereit, Verantwortung dafür zu tragen. Die Volksrepublik China verkennt den Wandel der Zeit. China erwartet, dass die Welt China liebt, wie ein Großteil der internationalen Gemeinschaft zur Zeit des Vietnamkrieges getan hat. China möchte und will gleichzeitig Weltmacht und Global Player sein. Ein Global Player muss lernen, sich auch der Kritik zu stellen.
Das hat die Volksrepublik China nicht gelernt und will es anscheinend auch nicht lernen. Solange dies nicht geschieht, wird China auf seinem Weg zur Weltmacht noch viel mehr Kritik ernten. Wie ein verzogenes Kind reagiert die Wirtschaftsmacht China stur, dickköpfig und selbstherrlich auf internationale Kritik. Die jahrzehntelange Beschwichtigungspolitik des Westens hat der inneren Reform der chinesischen Gesellschaft großen Schaden zugefügt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen recht herzlich für den Beitrag, meine Damen.